Meine lieben Geschwister, jeder von uns bekommt tagtäglich mit, wie diese Umma leidet. Sei es das Leid in Somalia, wo 7 Millionen Menschen nach Essen schreien, wo 7 Millionen Menschen auf Hilfsgüter angewiesen sind. Kleine Kinder weinen und schreien vor Hunger und schließlich sterben sie an dessen Folgen. Was empfindest du für deine Geschwister? Oder das Leid unserer Geschwister in Burma. Seit Jahren ist hier ein Genozid in Gange. Ganze Dörfer werden in Brand gesetzt, ganze Häuser vernichtet. Und immer wieder bekommen wir es in den Nachrichten mit. Sie sind bedroht von Hunger und Epidemien. Sie werden brutal unterdrückt, gefoltert, ihre Kinder werden ermordet. Ihre Frauen werden vor den Augen ihrer eigenen Männer vergewaltigt. Die angeblich so friedvollen Buddhisten bezeichnen sie als illegale Einwanderer. Und deswegen unterdrückt man sie und deswegen verfolgt man sie. Was empfindest du für deine Geschwister? Ebenso werden unsere Geschwister in Palästina seit Jahrzehnten unterdrückt, in Gefängnisse gesteckt, gefoltert und aus ihren Häusern vertrieben. Immer und immer wieder werden uns diese Bilder gezeigt. Für uns sind diese Bilder zu einer Gewohnheit geworden. Es ist schon so, als ob wir in einem Kino sitzen und diese Bilder anschauen und uns vorkommen wie in einem Kinofilm. Doch ich frage dich, was empfindest du für deine Geschwister? Wieso empfinden wir nichts? Wieso gehen diese Bilder einfach so an uns vorbei? Warum beben unsere Herzen nicht? Sind wir solche Egoisten? Die Liste unserer Länder, die unterdrückt werden, ist lang. Die Liste der Verbrecher, die unseren Geschwistern dieses Leid antun, ist noch länger. Ihre Verbrechen werden sie vor Allah subhanahu wa ta'ala, den Herren der Welten, rechtfertigen. Sie bereichern sich an den Bodenschätzen unserer Länder, an den Bodenschätzen unserer Umma. Sie leben in Luxus, fahren die teuersten Autos, feiern die größten Partys, schwimmen in Geld. Doch wenn es darum geht, wie kann ich meinen Geschwistern zu Hilfe eilen, begnügen sie sich mit ein paar kleinen Spenden, was die Probleme nicht löst. Und abgesehen von ihrer Spende ist das, was sie spenden, nichts im Vergleich zu dem, was sie besitzen. Andere begnügen sich mit schönen Worten, sie belassen es bei der Zunge, während sie doch eigentlich die Macht haben, mehr zu tun. Sie bevorzugen das Diesseits und vergessen das Jenseits. Leiden wir an Hunger? Wann hast du das letzte Mal nichts zu essen gehabt? Wie deine Geschwister in Somalia? Wann wurdest du aus deiner Wohnung vertrieben? Wie deine Geschwister aus Palästina? Hat man schon mal dein Haus verbrannt? Oder jemand aus deiner Familie vor deinen Augen vergewaltigt? Wie in Burma? Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns mehr, als nur zu spenden. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns mehr, als nur schöne Worte. Er verlangt Taten. Er verlangt wahrhaftige Taten. Er verlangt eine dauerhafte Lösung, so wie er es dem Propheten alayhi salatu salam auferlegt hatte. Meine lieben Geschwister, nun müssen wir uns fragen, was ist meine Aufgabe? Was empfindest du für deine Geschwister?